Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Train Driver 2 und diesmal sind wir der Fahrdienstleiter. Wir sind hier in Powon Train, ja. Und das ist quasi unser kleines Räumchen mit unserem Stellpult und ich habe euch das als eigenes Fenster nochmal eingeblendet. Wir gehen jetzt erstmal kurz raus und werden mal schauen, ob unser Pult hier überhaupt funktioniert und dann, ja, bin ich hoffentlich ein erfolgreicher Fahrdienstleiter und wir werden dann mal auf den Bahnhof hier rausgehen, denn hier drin ist gerade ein wenig klein. So, hier hat es dann das TM-Signal, das Rangiersignal. Das werde ich dann jetzt hier gleich mal stellen. Mal schauen, ob hier das Pult reagiert. Ja, gut, dann müssen wir jetzt erstmal die Weiche kurz hier stellen, sonst kriege ich das nicht frei. Und ja, wunderbar, reagiert. Dann können wir das jetzt auch gerade schon wieder zurücknehmen. Die Fahrstraße da wieder löschen. Und dann gehen wir vor zum Bahnhof. Und ja, ich probiere es jetzt gar nicht hier den Namen von dem Bahnhof auszusprechen. Das macht Google Translate für mich hier nochmal. Powon Train, ja. Mein Polnisch ist einfach zu beschränkt, dass ich das jetzt irgendwie anständig aussprechen kann. So, dann, wenn wir davon beim Bahnhof sind, werden wir uns so eine nette Position aussuchen, wo wir dann einen schönen Ausblick haben. Und dann beginnt das große Warten hier, bis der erste fahrplanmäßige Zug kommt. So, nicht fahrplanmäßig. Kann es sein, dass er verspätet dann kommt oder zu früh. Beides möglich. Was ich nicht aufgenommen habe, ist das sogenannte SWDR4-System, was nur parallel mit offen ist auf einem anderen Monitor. Das ist so quasi das Fahrdienstleiter-Assistenz- oder Fahrdienstleiter-Verkehrsassistenzsystem. Glaube ich, so ist die richtige Übersetzung. Hallo, und die Katzen. Immer wieder dabei, wenn ich am Zug ist auch immer wieder. In dem SWDR4, da kann ich quasi mit den anderen Fahrdienstleitern sprechen. Ich kann einen Zug verfrüht ankündigen oder fragen, ob ich verfrüht losschicken kann oder auch verspätet, wie es aussieht, ob der nächste Streckblock dann frei ist. Ich sehe, welche Züge unterwegs sind, welche Stationen natürlich offen sind. Kann mich allgemein austauschen. Und hier wird uns das Bahnhofshauptgebäude. Kann ich mal so schlecht aus. Hat sogar einen echten Fahrplan hier, der sehr gut zu lesen ist. Ne? Weißt du Bescheid? Okay, holen wir uns hier mal eine schöne Position. Und wir hier mal einen Überblick über unseren kleinen Bahnhof hier haben. Ich würde sagen, so bleiben wir. Rechts oben kommt dann später der Fahrplan. Der ist aus der öffentlichen Seite, den kann dann jeder quasi anschauen. Könnt euch die einzelnen Züge verfolgen, die Stationen angucken etc. Links dazu mache ich mal in die Videobeschreibung, falls ihr euch das mal ansehen wollt. Könnt ihr auch selber, also euch selber beobachten, wenn ihr unterwegs seid. Und ja, also zurück zum SWDR4. Ich werde es dann später mal zeigen. Da sehe ich dann natürlich eben, welche Züge kommen da zu mir hin. Ich schreibe dann die Zeiten rein, wann ist der ankommen, wann ist er da weggefahren. Ich tue neue Fahrpläne generieren und so weiter. Alles, was ich jetzt hier mit der einfachen Ansicht jetzt nicht sehe. Ah ja, hier steht jetzt einfach hier mal das Schaltpult hier unten. Und rechts oben Fahrplan, links oben der Chat, wenn da was passiert. Spawning habe ich aus, also bei mir darf momentan keiner rein. Sind nur Durchfahrten möglich erstmal. Bei Herdmanis, oder Herdmanis, werde ich es dann später aufmachen. Wollte ich jetzt einfach mal eine ruhige Schicht machen. Und ja, mal schauen, was auf uns zukommt. Die ganze Pausen, wo überhaupt nichts passiert, schneide ich euch raus, damit es halbwegs spannend ist. So erstmal der Plan. Ansonsten seht ihr jetzt nämlich dann die nächsten 20, 30 Minuten genau das hier. Gut, also, da machen wir einen Cut. Bis zum nächsten Ereignis. Und da wären wir auch schon beim allerersten Ereignis. Das Stellwerk zu meiner rechten Seite wird jetzt gleich hier den Block reservieren. Wenn ihr dann unter den grünen Bereich mal schaut, da kommt dann gleich der Stationsname. Da ist er. Und jetzt schrillt bei mir ein Alarm. Den hört ihr noch nicht. Oder werdet ihr auch in der ganzen Aufnahme jetzt hier nicht hören. Und habt das jetzt quasi im SWDR bestätigt. Das könnte ich auch hier im Pult machen mit einem Rechtsklick und habe dann quasi seine Blockanfrage jetzt angenommen. Und das nächste, was jetzt dann passieren wird, ist, dass der dann rot zum Blinken anfängt. Rot blinken heißt dann in diesem Fall, ja, das Ausfahrsignal wurde gestellt. Und wenn er dann durchgehend rot leuchtet, dann heißt es, der Zug hat das Ausfahrsignal überfahren und ist auf dem Weg zu mir. Das sind dann meine Indikatoren und je nachdem, soll ich dann halt langsam mal anfangen, seine Fahrstraße vorzubereiten und wenn er dann da ist, natürlich auch das nächste Stellwerk anzufragen, ob ich dann einen Block kann für die Weiterfahrt.
In seinem Fall ist es aber so, dass er hier enden wird. Und von daher frage ich da nicht an. Wir werden ihn aber höflicherweise dann fragen, ob er einen neuen Fahrplan haben möchte oder ob er halt hier endet. Und ich würde sagen, machen wir einen kleinen Cut, bis man hier das mit dem Pfeil sieht in Aktion. Und da wären wir zu dem Punkt, dass er rot blinkt, sprich der Zug hat jetzt seine Ausfahrt. Und es dauert jetzt gleich nicht mehr lange, bis es dann mit dem Blinken aufhört und dann komplett rot bleibt. Und das ist auch jetzt der Fall, jetzt ist er ausgefahren. Und jetzt kann ich mich darauf vorbereiten, dass er in den nächsten Minuten dann da sein wird. Also 5 bis 10 Minuten, je nachdem, wie schnell er ist und was er noch an Strecke zu fahren hat. Der ist jetzt nicht instant hier. Und ja, ich mache dann mal die Fahrstraße, beziehungsweise ist in dem Fall ja schon gelegt. Eigentlich muss ich nur noch das Signal aufmachen und rein geht's. Ah, kleiner Hinweis an dieser Stelle. Bitte nutzt meine Videos jetzt hier, also wenn ich jetzt hier im Stellwerk bin, nicht als Tutorial aus, sondern ich tue sie explizit als Tutorial kennzeichnen. Die Stellwerkstechnik ist kompliziert und es gibt viele Sonderfälle und auch wenn es am Anfang einfach wirkt, wie auch zum Beispiel das SCS-System, das werden wir später im Video noch sehen, gibt es Besonderheiten, wie zum Beispiel Weichenaufscheiden, Bahnübergangsstörungen etc. Damit müsst ihr dann klarkommen, wenn dann im Multiplayer Betrieb ist. Und wenn ihr dann da Störungen verursacht, also beziehungsweise einen Stau, dann sind alle unglücklich mit euch. Ich bin dran, dass wir hier ein anständiges Tutorial machen für die unterschiedlichen Stellwerkstechniken inklusive der mechanischen. Und vermutlich werde ich das nicht allein machen, sondern mit ein paar anderen, die sich da weitaus besser auskennen als wie ich. Und dass wir dann hier ein fundiertes Tutorial haben. Vermutlich werden es dann sogar mehrere mit Grundlagen, vertieftes Wissen etc. Aber das wird sicherlich noch Wochen dauern, bis das kommt. Bis dahin gibt es kein Tutorial. Auch von mir alleine natürlich nicht, weil ich bin da selbst noch nicht handfest drin. Ich kann zwar grundsätzlich jetzt erstmal damit umgehen. Ich kenne es halt vom mechanischen Stellwerk. Da nutze ich halt sehr viele Hilfen. Und ja, komme soweit klar. Aber ich hatte da schon Sonderfälle, wo ich dann nicht gewusst habe, okay, wie mache ich das jetzt? Und hatte natürlich schon ein bisschen Angst, dass ich den Verkehr da aufhalte. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen weiteren Schnitt, bis der Kollege denn da ist. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und er war leider der Einzige, der bei mir hier auf der Szenerie aufgetaucht ist. Und dann bin ich zu der nächsten geholt. Ja, der eine oder andere würde jetzt sagen, hätte es von der Hisbounce aufgemacht. Aber das war, glaube ich, das zweite Mal, dass ich hier im Multiplayer Stellwerk gemacht habe. Und da wollte ich es eher eine Low Pace machen, bevor ich da zu viele Fehler mache und den Fahrplan vielleicht noch falsch ausstelle. So, war ich relativ nervös. Und deswegen, aber ja, den einen schauen wir uns an. Und der Schnitt ist da. Mal ein kleiner Sprung in die Zukunft. Der ist jetzt kurz vor der Einfahrt und er hat mir bereits gesagt, dass er hier enden wird. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten hätte ich ihn gefragt, ja. Neuer Fahrplan oder alt. Und ihr seht ihn dann unten hier im SBK-Fenster, wie dann die roten Blöcke so nach links reinwandern, die er dann blockiert. Eine Sache wäre hier beinahe fast passiert. Und zwar, er wird jetzt dann hier gleich auf dem Perron 3 einfahren und kuppelt seine Lok ab. Keine Ahnung, warum er das machen wollte. Und er sagt dann aber auch gleich, nee, Moment, er wird sie wieder ankuppeln. Denn wenn er rausgeht aus dem Spiel mit seiner Lok und er ist abgekuppelt, dann bleiben die Wagen hier bei mir drin. Was grundsätzlich hier eigentlich eine coole Sache ist, weil dann kannst du mit anderen Spielern zum Beispiel da irgendwie die Wagen tauschen, Formationen bilden neu, Güterbahnhof voll machen etc. Mit Absprache des Fahrdienstleiters bitte. Aber das wäre natürlich für euch ein bisschen arschig, wenn er jetzt einfach das so macht. Denn ihr müsst die Wagen dann irgendwie wegkriegen. Das kann man einerseits mit einem Manöver machen natürlich, dass man sie einfach an das Gleis bringt. Oder es gibt extra dafür einen Chat-Befehl, den halt der Fahrdienstleiter machen kann, um die Wagen wegzumachen. Aber ja, wie gesagt, das ist etwas, was euch in dem Spiel passieren kann. Und dann habt ihr blockiert das Gleis. Und wenn ihr dann nicht wisst, wie umgehen, ist ein bisschen blöd. Und da ist er auch mit seiner wunderschönen Elektro. Eine tolle Lackierung. Und ein guter City-Set dahinter. Sieht man halt in dem Spiel noch recht offen. Ja genau, man sieht ihn recht offen. Man sieht ihn noch recht oft.
Weil es halt einer der vorgefertigten Zugverbände ist, in dem man hier fahren kann. Aber es ist immer wieder schön, wenn jemand mit so einem Custom-Set mit dabei ist und da durchfahrt. Also ein bisschen Abwechslung auf der Strecke. So, dale. Wird auch gut reinkommen. Und jetzt eben steigt er aus, da vorne. Und wird abkuppeln. Ich war da am Anfang ein bisschen verwirrt, ey. Was macht er jetzt? Die meisten Leute verschwinden da gerade. Also vielleicht nach einer Minute oder so. Um quasi den Halt noch nachzustellen. Da ist er draußen. Bleibt dann gleich, kuppelt wieder an. Oh, ein bisschen schräg. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Bahnhof, wo ich gewesen bin. Und zeige euch, was ich da so gemacht habe. Auch in kleinen, kürzeren Ausschnitten. Und nach dem Video kommt aber dann ein echtes, ich nenne es mal, Fahrdienstleiter-Video, wo ich dann wirklich mal so eine ganze Stunde, zwei, euch dann präsentiere und eher so durchgehe. Und erzählt so Mini-Ausschnitte hier, bis zu diesem Gefäß ist. Und es wird auch mal einen Livestream geben. Definitiv. Also, Schnitt, los geht's. So, da neuer Bahnhof in Hetschmanis, zweigleisig. Und da hat jetzt schon das Stellwerk angefragt für den Streckenblock. Also das gleiche wie beim Relais-Stellwerk. Hier sind die Doppelpfeile. Ich muss das repräsentieren und ich habe das angenommen. Also wenn es blinkt, dann stellt er die Anfrage. Ich muss es dann bestätigen. Und bestätigt ist, wenn hier der Pfeil durchgehend gelb leuchtet und dann in welche Richtung natürlich das gesperrt worden ist. Der fängt dann in der Spitze rot zu blinken an, wenn auch da wieder das Ausfahrsignal offen ist und ist dann komplett rot, wenn der Zug da drüber gefahren ist. Und hier der Part ist dann recht spannend, weil wir werden hier gleich volles Haus haben. Denn unten haben wir einen Zug, der durchfahren wird über das Hauptgleis hier. Dann haben wir einen Zug, der extrem verspätet ist. Der kommt ausnahmsweise auf der linken Spur rein. Da gerade bei 2NW, die 1 drüber. Da hat er mich vorher natürlich gefragt, ob er das machen kann, weil auf der linken Spur fahren, das ist eigentlich nicht üblich. Macht man nur in seltenen Fällen. Und den müssen wir dann umleiten. Jetzt hat er unten das Signal übrigens aufgemacht. Der Zug hat Fahrt. Den werden wir dann hier auf den Perron 4 da schicken. Gleis 4 da oben, das oberste. Und währenddessen kommt aus der Gegenseite noch ein Zug rein. Und der wird aber hier enden. Also wird nur spannend. Und bevor es alle in die Kommentare da reinschreibt, ja, oben die Kennung LE ist falsch. Die ist aus einem anderen Bahnhof noch. Normalerweise tut sich das automatisch updaten. Hat es bei mir irgendwie nicht. Und habe dann auch nicht dran gedacht, dass ich das ändern sollte in HE. Habe ich dann erst später gemacht, dass er mich dann auf Fahrrad drauf hingewiesen hat. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich da auch FDL reinmachen dürfte. Das ist Deutsch für Fahrdienstleiter. So. Wir werden uns dann hier gleich mal die Fahrstraße geben, dass er zumindest mal bis zum Bahnhof reinfahren kann. Das Schöne am SCS ist, dass wir hier vollautomatische Fahrstraßen haben. Dass ich hier nicht die Weichen einzeln stellen muss. Also ich kann sie manuell stellen, wenn ich möchte. Aber ich kann hier wirklich durchziehen, kann dann mehrere Signale hintereinander auswählen. Kann ich ihm quasi den Weg geben, wie er das theoretisch machen sollte. Aber das zeige ich euch mal anders mal. Und mit der Ausfahrt warten wir noch. Dann erstmal hier ankommen. Und dann wird auch gleich mal der Request kommen mit den späteten anderen zu. Aber ja, seht, es kann hier halt schon recht spaßig werden und stressig werden. Wenn du dann halt deinen normalen Fahrplan hast und dann halt Verspätungen und Verfrühungen drin hast, das kann ja dann noch einiges durcheinander bringen. Und dann gibt es noch so Spieler, die mit der Lok nicht umgehen kann, so wie ich manchmal, die dann auf der Strecke stehen bleiben und dann nicht mehr weiterkommen. Hatte ich heute auch rein. Und dann ist dein Block erstmal blockiert. Ja, ist dann super. Und wenn du dann auch noch eng getaktet bist, dann hat das natürlich eine Kettenreaktion nach hinten. Und dann solltest du das Problem recht schnell wieder lösen. Weil die anderen Stationen die Züge nicht mehr weiterschicken können, haben die Stau die halt bei sich. Ja. Aber das ist eine Mega-Katastrophe bis jetzt noch nicht gehabt. Ist halt der Nein, der halt ein Stehboden geworden ist.
So habe ich bis jetzt noch jeden halbwegs zeitig durchgekriegt. So, da. Er ist schon mal beim Signal durch. Das heißt, er dürfte immer so lange dauern, bis er dann bei uns ist. Dann schauen wir, dass wir mal ganz schnell wieder loswerden. Der hat hier keinen Halt. Also das nächste Mal werde ich wirklich das SWDR4 euch mal kurz zeigen. Und da ist der Request für die linke Spur. Haben wir gerade mal angenommen. Normalerweise jetzt hier so ein kleines Kontextmenü mit unterschiedlichen Sachen, wo ich das bestätige, hat es leider die Aufnahme nicht gezeigt. Wenigstens im Tutorial sitzt es dann. Und wenn er dann seine. Wenn er dann unterwegs ist, dann schickt man ihn da ganz nach oben hin. Rechts daneben übrigens, die zwei gelben Pfeile, die sich anschauen, das ist ein Bahnübergang. Der ist momentan auf Dauer geschlossen eingestellt. Kannst du natürlich auch wieder offen lassen, wenn man die Fahrstraße stellen wird. Ja, und da ist die Ausfahrt für den Verspäteten. Würden sich die wieder zumachen und könnt natürlich jetzt nicht wieder aufmachen, weil natürlich hier eine Fahrstraße drüber gelegt ist. Erstmal stoppt für die Autofahrer. So, da, Mr. Späti Triebwagen ist jetzt losgefahren. Da würde ich sagen, gehen wir immer die Fahrstraße da oben rein. Dann habe ich das schon mal erledigt. Müssen wir gerade noch die Weichen stellen. Sehr gut. Jetzt auch das Signal G ist gesperrt. Darf ich natürlich nicht stellen, solange da die Fahrstraße gestellt ist für ihn. Gibt es ein kleines Desaster. Und dann sollte eigentlich demnächst der untere gerade kommen, der dann hier einmal durchfahrt. Und ich habe dann schon auf dem Nachbarstellwerk den Block schon mal eingetragen. Hat man aber noch nicht reserviert. Der gleich kommt. Und da ist die Ankündigung 32145, der Schwabberli 134. Arriving bei NW at Signal B, departing auf LG. Dann tue ich schon mal den nächsten Block anfragen. Ich habe es nicht angenommen, ihr seht es, es blinkt. Sollte aber nicht lang dauern, weil bei ihm schaltet jetzt ein Alarm. Und der hat angenommen. Dann kann ich ihm gerade schon die Ausfahrt geben. Wunderbar. Und kann durch. Und dann schauen wir ihm das natürlich, dass er gerade durchfliegen kann. Da freut er sich bestimmt. Wenn er jetzt keinen anderen Blödsinn macht, kriegt er natürlich einen Daumen nach oben. Triebwagen soll es auch nicht mehr allzu lang dauern, bis er jetzt hier mal ankommt. Ihr seht es gerade. Giorgovice hat jetzt gerade angebracht. Haben wir jetzt auch bestätigt. Das ist der andere Zug jetzt, der noch kommt. Jetzt wird es voll. Und die Ausfahrt hat er auch schon gemacht. Hier lesen aber noch gar nichts. Bis der nicht losgefahren ist. Aber läuft. Da sieht man auch schon ganz gut, wie er vorher, also daher rauscht. Ultraschall 80 km/h. Ein paar Sekunden halt, bis er jetzt bei uns da im Sichtfeld ist. Ja, ist er. Aber der ist gemischt unterwegs. Hat sogar Doppeldecker mit dabei. Jetzt hat er sich bestimmt custom gemacht. Und tschüss. So, der andere hat jetzt auch die Einfahrt. Und den da oben müssen wir dann wieder hier auf die rechte Seite bringen. Den schickt man nicht links los. Außer er sagt, wir müssen. Also nicht er der Fahrer, sondern der nächste Fahrdienstleiter.
Es braucht aber lang, bis er da ist. So, jetzt haben wir gleich einen Sonderfall. Einerseits kommt jetzt der Electrolyzer an mit dem Intercity, der hier enden wird. Da kommt von rechts oben von Schorkovi C und fährt dann auf Bahnsteig 2 ein. Und wie ihr seht, unser Zug, den wir vorher durchgelassen haben, der Trabeli 134, der macht gleich seinen Namen alle Ehre. Denn ihr seht, der steht, obwohl er eigentlich fahren sollte. Denn was auch immer er gemacht hat, kann man seiner Lok nicht mehr weiterfahren. I can't go, we have problem, the train is stopped auto. How I restart the train that is to the plan to not going. Ich konnte es ihm literally jetzt so nicht erklären, wie er seine Elektrolok jetzt wieder komplett hochrüstet. Das kalt auflüsten, das ist bei mir auch noch so ein Ding, das muss ich noch ein bisschen durchtrainieren. So simple Aerial Resets, die kriege ich schon hin. Aber ich konnte es ihm jetzt so echt nicht sagen. Also war mein Angebot, dass ich ihm den Fahrplan lösche, weil dann kann er gehen, ohne dass er eine Strafe kriegt. Und Option B wäre gewesen, wir machen hier ein Manöver und schleppen ihn ab. Dann wäre ich hier noch länger geblieben und hätte eine blockierte Strecke gehabt. Ja, und das habe ich ihm jetzt quasi gesagt, ne, in dem Video-Tendent, ne. Wenn er sich die Lok jetzt nicht mehr zum Laufen kriegt. Weil ich dachte, boah, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, dass ich da einen guten Timetable habe. Und dann kommt der Späti daher. 13508 Carrier 2008. Viel zu spät. Cool, dann hätten wir jetzt Full House hier. Alle drei da. Und deswegen ist dann ein bisschen wichtig, dass man mit den Loks fährt, damit ich das Goldstart Procedure wirklich gut hat, damit man es entsprechend zurücksetzen kann. Ich hatte es aber auch schon bei der EU 08, dass ich keinen Saft mehr gehabt habe. Ich bin mir nicht sicher, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe dann wirklich immer, ich habe dann beide Pantographen nach oben dran, habe dann die AFO-Resets etc. durchgemacht. Und dann war auf einmal wieder Saft da. Und da ist er weg. Left reason. I can't move. Ja, das sind die Momente halt in Train Driver 2. Und jetzt muss man halt den Block da noch auflösen. Wäre noch gut. So, ja, und der Phone sollte dann jeden Moment in der City kommen. Wir fragen schon mal. Ja, okay, der endet. Sehr gut. Einer weniger, um den ich kümmern muss. Und parallel dazu tippe ich dann SWDR für die ganzen Zeiten ein, wann sie da sind und wieder abfahren. Und natürlich Voting nicht vergessen. Cool. Block ist weg. Sehr gut. Der andere wird sich jetzt vermutlich fragen, was geht ab. Aber ja, es passiert. Dass aus dem Fahrplan einfach mal Züge wieder verschwinden. Aus Blüten wie diesen. Oder weil der Fahrer wirklich mal weiterfahren kann. Also, bitte geht's jetzt einfach mal raus mit dem aktiven Fahrplan. Das Spiel macht euch eh out of phone, dass ihr das nicht machen sollt. Sagt immer euren Fahrdienstleiter, was so los ist. Und dann bleibt sauber stehen und dann wird sauber rausgehen. Und da höre ich auch schon den Triebwagen. Da ist er. So, dann können wir für den schon mal die Fahrstraße machen. An der Stelle habe ich dann den nächsten Fahrdienstleiter schon mal gefragt, ob ich ihn losschicken kann. Mit dieser Mega-Verspätung. Der hat dann aber recht schnell gesagt, ja, das passt, kann ich machen. Würde ich noch verabschieden. So, der ist ausgewählt und dann fragen wir an. Super, angenommen, dann schickt mein Gott wieder los.
sogar erforscht, was er hätte. Dann kann er jetzt dann recht schnell wieder losfahren. Ja, da habe ich auch die Türen gehört. Cool. Ja, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in Twin Driver 2 aus der Sicht des Stellwerks. Das mechanische Stellwerk wird auf jeden Fall nochmal kommen. Und ja, hoffe, das hat euch gefallen, so dieser Einblick. Ich werde, denke ich mal, noch einen Livestream machen. Und da ist es natürlich dann ungekürzt. Da kann ich ja auch schlecht kürzen. Und ja, wird spannend. Und werde mal die anderen Bahnhöfe mal anschauen oder Streckenabschnitte. Aber zu den großen Sachen, da gehe ich erst dann hin, wenn ich wieder mehr Praxis habe. Wenn ich mir da wirklich sicher fühle. Cool. Also, bis denn dann. Und vielleicht sieht man sich sogar in Twin Driver 2. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.